Möchtest du eine Geschichte hören, bevor du gehst? Wenn sie gut ist. Wunderbar. Dein Vater hätte sie inszenieren müssen, aber wie soll er das jetzt noch machen? Wenn ich jetzt in die Tasche greife, Jules, ich hole nur das Bild raus. Das Bild von deiner Mutter. Mach schon. Gut. Im Februar 1939 wurde eine Frau von ihrem Mann geschieden. Er hieß Stefan Reinhold und sie muss ihn ziemlich geliebt haben. Nach der Scheidung bekam sie ein Kind. Aber auch das half ihr nicht darüber hinweg. Sie starb. Am 6. Januar 1940. Das Kind wuchs bei Verwandten auf. Die Mutter hatte schon bei der Geburt den Namen des Vaters verschwiegen. Aus Scham, aus Enttäuschung, was weiß ich. Sie wollte nicht, dass Reinhold etwas von dem Kind erfuhr. Dafür erzählten die lieben Verwandten dem Jungen die Geschichte, als er alt genug war. Dieser Junge bist du, Jules. Weiter? Elsie hatte ihre Hände immer noch auf Jules Arm. Aber zum ersten Mal streifte ein kurzer Blick von ihr sein Gesicht. Weiter, habe ich gesagt. Dann bist du Schauspieler geworden. Kein Wunder bei dem Stammbaum. Im ersten Film mit Reinhold hast du dir deinen Alten angesehen.